Der Krieg gegen die Ukraine findet längst nicht mehr nur auf ukrainischem Staatsgebiet statt. Auch online wird gekämpft. In einem Cyberkrieg. Приветствую всех, кто против нас. Меня очень забавляет обещание анонимусов. Вы выпускаете каждый день новые видео с угрозами в сторону наших людей. In den vergangenen Monaten wurden laut Recherchen des Spiegel auch staatliche Institutionen in den USA, in Rumänien und in Tschechien Opfer von Cyberangriffen. Die Täter? Pro-russische Hacker, mutmaßlich. Kurz darauf hat es auch Deutschland erwischt. Ich würde schon sagen, dass so offensive digitale Angriffe noch nicht so ein hohes Gefährdungspotenzial haben wie tatsächliche Waffenangriffe, wie wir sie jetzt in der Ukraine sehen. Also das könnte natürlich in Zukunft anders werden. Aber dieser Cyberkrieg geht wohl nicht nur von russischer Seite aus. Auch Kollektive wie Anonymous sollen sich beteiligen, allerdings gegen Russland. Was die russische Seite versucht, machen wir auch. Offenlegung der intimsten Geheimnisse des russischen Staates. Zentralbank, Energiekonzerne, Institutionen, die Raumfahrtbehörde. Der Großteil ist staatlich. Aber worin unterscheiden sich Cyberkrieg und Hacktivismus? Wer ist Angreifer und wer wird angegriffen? Wie sehr sind wir in Deutschland betroffen und was können wir dagegen unternehmen? Alles das klären wir in einer neuen Folge Mr. Wissen to Go exklusiv aus dem Serverraum. In den vergangenen Monaten berichten internationale Medien immer wieder über Cyberangriffe auf russische, ukrainische, aber auch internationale Institutionen. Der US-amerikanische Außenminister Blinken spricht zum Beispiel davon, dass mutmaßlich russische Hacker schon vor Beginn des Ukraine-Krieges zehntausende Satellitensysteme in Nachbarländern der Ukraine schachmatt gesetzt hätten. Die betreiben zum Beispiel Windkraftanlagen oder Internetdienste. Während des Eurovision Song Contest soll es einen Hackerangriff der Gruppe Killnet gegeben haben auf die Abstimmung des ESC. Und das Hackerkollektiv Anonymous hat kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs Russland den Cyberkrieg erklärt und sich selbst als digitale Soldaten bezeichnet. Die Frage dabei ist aber natürlich, welches Ziel verfolgen denn diese Hackergruppen? Wer steckt dahinter? Gibt es vielleicht staatliche Auftraggeber oder sind sie komplett unabhängig? Bevor wir das klären, müssen wir erstmal drei Punkte besprechen. Nämlich erstens, was ist überhaupt ein Cyberkrieg, ein Cyberwar? Was unterscheidet diesen Cyberkrieg von Hacktivismus? Und drittens, welche Methoden werden angewandt? Wie läuft dieses Hacking genau ab? Ein Cyberwar, also auf Deutsch Cyberkrieg, ist ein Krieg im Netz. Statt bewaffneter Soldaten kämpfen staatliche Akteure, also Nachrichtendienste oder das Militär, digital gegeneinander. Sie greifen gezielt die gegnerische Regierung an. Ihr Ziel? Digital Schaden anzurichten. Wie genau? Dazu gleich mehr. Konstanze Kurz ist Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Club. 2018 hat sie ein Buch mit dem Titel Cyberwar – Die Gefahr aus dem Netz veröffentlicht. Sie weiß, die Grenzen zwischen Hacktivismus und Cyberwar sind fließend. Manchmal ist es schwer, die Begriffe Hacktivismus oder richtige Hacken im militärischen Sinne oder Hacken im kriminellen Sinne abzugrenzen. Einfach weil teilweise sich die Akteure überschneiden. Beim Hacktivismus sind oft die Motive eher eben aktivistischer Natur. Man möchte politische Ziele verfolgen, während bei den Kriminellen ja in der Regel irgendwie Zielgeld ist. Und im Militärischen geht es halt richtig um Zerstörung. Da geht es um Konflikte, wo man sich erhofft, durch digitale offensive Angriffe einen Vorteil zu haben oder aber den Gegner empfindlich zu schädigen. Generell unterscheiden Expertinnen und Experten drei Ebenen, auf denen Angriffe während eines Cyberkriegs stattfinden können. Erstens die Geräteinfrastruktur. Kraftwerke, Kabel und Computer werden infiltriert und lahmgelegt. Zweitens die Software. Hier geht es um die Informationen, die durch digitale Daten übermittelt werden. Und drittens die Daten selbst. Hier wird auf unterschiedliche Daten zurückgegriffen. Das können Kontopins, Fotos oder geheime Informationen sein. Sowohl beim Hacktivismus als auch im Cyberwar werden teils ähnliche Methoden angewandt. Aber wie gehen Hacker genau vor? Eine Methode ist der DOS, Denial of Service. Hierbei wird ein Internetdienst durch Überlastung des Datennetzes kurzzeitig lahmgelegt. Das passiert zum Beispiel durch Trojaner. Und zwar nicht die aus der bekannten Stadt der Antike. In dem Fall ist, das wisst ihr sicherlich, ein Computerprogramm gemeint, das sich heimlich wie in einem trojanischen Pferd ohne Wissen des Anwenders auf fremde Computer einschleust und dann Zugriff auf alle Programme und Daten hat. Bei der sogenannten verteilten DOS-Attacke oder auf Englisch beim sogenannten Distributed Denial of Service, kurz DDoS, kommt anstelle von einzelnen Systemen eine Vielzahl von unterschiedlichen Systemen in einem großflächig koordinierten Angriff zum Einsatz.
Durch die hohe Anzahl der gleichzeitig angreifenden Rechner sind die Angriffe besonders wirksam. Was einige von euch wohl leider außerdem kennen, ist das sogenannte Phishing. Bei dieser Methode wird meistens eine harmlos aussehende Mail mit Link oder Anhang verschickt. Durch das Anklicken bekommt der Angreifer beispielsweise Zugang zu persönlichen Daten. So gelingt es Hacktivisten im Cyberwar, an Daten und Informationen zu kommen. Es handelt sich also um eine Art der Spionage. Eine weitere Methode ist das Defacement. Dabei werden Websites inhaltlich von Hackern verändert. Die Hacker posten dann beispielsweise Inhalte, die dem Unternehmen schaden. Insbesondere im Cyberkrieg wird hier auch Propaganda geschaltet. Die am häufigsten benutzte Variante von digitalen Angriffen sind derzeit Ransomware, das sind also Erpressungsversuche. Das ist aber das Handwerk von Kriminellen, die wollen in der Regel einfach schlicht Geld oder irgendeine Form von digitalem Gut, was in Geld umgesetzt werden kann. Und die haben in der Regel wenig Interesse an der Zerstörung, die wollen tatsächlich einfach eine Menge Geld absahnen. Wie würden Sie denn persönlich die aktuelle Situation einschätzen? Befinden wir uns gerade schon in einem Cyberkrieg? Es finden Elemente von Cyberkrieg statt derzeit. Ganz sicher in der Ukraine. Aber ich würde nicht sagen, dass wir uns in einem permanenten Cyberkrieg befinden, in diesem ganz praktischen Sinne. Ich glaube, dass permanent solche kriegerischen Cyberakte vorbereitet werden. Das ist ein ganz aktives Feld. Denn da versucht man auch, Waffen zu horten. Da versucht man, Möglichkeiten der Angriffe schon vorab zu sammeln. Da versucht man vor allen Dingen, Informationen auszuspionieren, die man später für solche Angriffe nutzen kann. Insofern wäre die Antwort ja, im allgemeinen Verständnis würde man aber sagen, nein, denn kriegerische Konflikte sind Gott sei Dank ja doch relativ begrenzt. Den Begriff Cyberkrieg gibt es nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges. 2007 wurde Estland Ziel eines Hackerangriffs. Das NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence hält es für plausibel, dass dahinter eine russische Operation steckte, um Informationen zu gewinnen. Auslöser war, dass eine Soldatenstatue zu Ehren der Roten Armee aus dem Stadtzentrum Tallinns versetzt werden sollte. Einige Jahre zuvor trat Estland zudem der NATO bei. Daraufhin legten russische Hacker durch zahlreiche Mails an Medien-, Partei- und Behördenserver die Rechner lahm. Auch Banken- und Regierungsserver waren komplett überlastet. Es kam zum Denial of Service und Estland sprach von einem Cyberkrieg. Und auch in der jüngeren Vergangenheit finden sich viele weitere Hackerangriffe, die Expertinnen und Experten Cyberkriegen zuordnen. Im Jahr 2010 infiltrierten die USA und Israel laut Berichten der New York Times den Computerwurm Stuxnet auf zahlreichen Computern im Iran, mit weitreichenden Folgen. Stuxnet sabotierte ein Atomkraftwerk und eine Urananreicherungsanlage. Und auch das Jahr 2017 war geprägt von Cyberangriffen. Weltweit wurden mehr als 700 Millionen Cyberangriffe gemeldet. Und genau in diesem Jahr griffen mutmaßlich russische Hacker die Ukraine schon einmal an. Während des sogenannten NotPetya-Angriffs wurden Festplatten gelöscht und internationale Konzerne mit Sitz in der Ukraine attackiert. Aber gibt es solche Angriffe auch in Deutschland? Ja, tatsächlich. Gerade erst neulich, im Juni 2022, haben mutmaßlich pro-russische Hacker den Darmstädter Energieversorger Entega angegriffen und später auch die Mainzer Stadtwerke. Deren Homepage wurde zum Beispiel lahmgelegt, aber auch die Mainzer Mobilität war betroffen. Es kam zum Beispiel zu Ausfällen im Bus- und im Bahnverkehr. Und auch auf Bundesbehörden gab es Angriffe, zum Beispiel auf das BKA, das Bundeskriminalamt, auf Landespolizeistellen, auf Politiker, Ministerien und vieles mehr. Das alles im Mai 2022, auch hier mutmaßlich russische Hacker. Aber sind diese Hacker-Kollektive wirklich unabhängig, auch unabhängig vom Einfluss von Geheimdiensten? Genau das wollen wir herausfinden, und zwar im Gespräch mit Cedric Mössner, alias The Morpheus. Der YouTuber arbeitet als sogenannter White-Hat-Hacker oder ethischer Hacker. Er hält sich also an die gesetzlichen Vorgaben und weist beispielsweise staatliche Organisationen oder Unternehmen auf Sicherheitslücken hin. Auf seinem YouTube-Kanal The Morpheus Tutorials erklärt Cedric alles rund ums Thema Information und IT-Sicherheit. Wir treffen ihn in Mainz. Gemeinsam mit ihm wollen wir die Hacker von Killnet und Anonymous konfrontieren und über ihre Motive sprechen. Jetzt ist es dir gelungen, jemanden zu erreichen von Anonymous, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Wie hast du das geschafft? Tatsächlich hat er mich angeschrieben. Okay. Er hatte ein Video von mir gesehen und hatte dazu noch ein bisschen was beizutragen, weil ich eben auch über diese Bereiche informiert habe. Und es ist sehr schwierig, über Anonymous oder generell den Cyberwar zu berichten, weil dort natürlich die Quellen sind halt nur die Gruppen. Das heißt nur Anonymous, nur Killnet oder andere Hackergruppen. Und das zu verifizieren, ist halt sehr schwer, wenn man nicht drin ist und nicht dabei ist. Jetzt hattest du Kontakt, ihr habt euch ausgetauscht, auch über die Cyberangriffe auf russische Institutionen und anderes. Ja.
Das war glaubhaft für dich? Also konnte dir glaubhaft versichern, dass er Teil des Ganzen gewesen ist? Ja, also er hat vor allem Informationen beschafft, hat er gesagt. Und Informationen beschaffen ist relativ vielfältig möglich. Man kann auch einfach OSINT, heißt das Ganze, machen. Das heißt Open Source Intelligence. Man schaut einfach nach, man recherchiert, wie Journalist im Endeffekt auch. Und breitet das dann alles zusammen und gibt die Informationen weiter. Und man kann natürlich auch Hacking betreiben und darüber dann an Informationen gelangen. Und er konnte mir eben zum Beispiel einige Informationen über Killnet liefern, sodass das für mich schon relativ glaubhaft ist, aber beweisen kann man natürlich ziemlich wenig. Wir haben ja versucht, mit deiner Hilfe dann auch für dieses Video hier Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen. Ich kann die Anfrage auch gerade nochmal hier öffnen. Was wir zum Beispiel wissen wollten, war, ob Anonymous auch gegen andere Staaten oder Institutionen Cyberkrieg führt, warum gerade speziell Russland ausgewählt wurde. Wir haben nicht speziell Russland ausgewählt. Wir haben auch nichts gegen das russische Volk. Wir haben speziell Putin ausgewählt. Steckt da irgendein Auftraggeber dahinter? Könnte man ja vermuten, die NATO finanziert Anonymous oder wer auch immer. Wir arbeiten für keinen Auftraggeber, wir arbeiten für keinen Staat, wir arbeiten für kein Unternehmen. Wenn jemand fragt, ob Anonymous nicht XYZ machen könnte, erhält er zur Antwort NYPA, Not Your Personal Army. Wir entscheiden, wen wir attackieren und wann. Wir sagen wer, wann und wie tief. We are not in this for money. Was wir auch wissen wollten, ist, welche Hacks denn jetzt seit Beginn des Cyberkriegs konkret in Bezug auf die Ukraine gestartet wurden. Was die russische Seite versucht, machen wir auch. Offenlegung der intimsten Geheimnisse des russischen Staates. Zentralbank, Energiekonzerne, Institutionen, die Raumfahrtbehörde. Der Großteil ist staatlich. Bei den Leaks geht es darum, Strukturen offenzulegen, Journalisten und Open-Source-Intelligence-Spezialisten die Möglichkeit zu geben, in Interna Russlands zu schnuppern. Eine Möglichkeit, die bisher mangels Daten kaum gegeben war. Bei Staatsfernsehen, Rundfunk, Programmguide ging es darum, den Zuschauern in Russland die echten Bilder vom Krieg zu zeigen. Die Mütter der Soldaten sollen wissen, dass ihre Söhne in einem völkerrechtswidrigen Krieg fallen und nicht in einer Spezialoperation. Aber das auf illegalen Wegen, das muss man mal sagen, ist ja eine Straftat. Auf jeden Fall. Das war eine der Fragen, warum es der Meinung von Anonymous nach berechtigt ist, in solchen Fällen Straftaten zu begehen. Weil manche Dinge auf legalem Wege nicht zu erreichen sind. Auf legalem Wege kommt man nicht an Informationen über die innere Struktur und Dokumente einer Sekte. Auf legalem Wege kommt man nicht an Dokumente der russischen Zentralbank. Auf legalem Wege kann man manche Zusammenhänge nicht herausfinden, was aber sein muss, um Strukturen zu verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt blind, so wie es bei Behörden der Fall ist, oder man sorgt für klare Sicht, auch wenn es nicht ganz so erlaubt ist. Und dabei richten sie durchaus auch Schaden an, der auch beziffert werden kann, kann ja auch Zivilisten treffen, wie bei einem konventionellen Krieg. Warum machen die das? Nun, es gibt zweierlei Einstellungen bei Anonymous. Die eine ist, Information is free. Alles sollte geleakt werden. Die andere, die bei uns bei AnonLeaks, AnonNews.de vorherrscht, ist die, dass man schon genau schauen muss, was veröffentlicht wird. Wir haben beispielsweise 20 Terabyte Daten von Rosneft Deutschland. Veröffentlicht haben wir nichts. Warum nicht? Weil diese Daten aus Backups von Mitarbeiterlaptops bestehen. Geräte, auf denen auch private Dateien liegen werden. Wir haben kein Interesse daran, diese Person öffentlich zu entblößen. Aber mal ehrlich, wie groß ist der Schaden eigentlich wirklich? Wenn wir einen Server der OCG löschen oder einen einer russischen Behörde, der nicht an kritischen Strukturen hängt, was passiert außer Datenverlust? Kein Backup, kein Mitleid und kein Schaden, den wir anrichten, lässt sich nicht durch etwas Aufwand wieder beheben. Anonymous finden die teilweise illegalen Hacks also legitim. Aber wie rechtfertigen andere Hacker ihre Taten? Auch die Hackergruppe Killnet versuchen wir zu konfrontieren. Mit Cedrics Hilfe suchen wir nach einer Kontaktperson des Hacker-Kollektivs. Während unserer Recherche finden wir aber keine sichere Website von Killnet oder einen glaubwürdigen Ansprechpartner. Eine schriftliche Anfrage können wir leider nicht versenden. Aber wir entdecken auf einem vermeintlichen Telegram-Account von Killnet diese Videos. Хакеры Анонимусы, займитесь восстановлением своего сайта. Это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране. Приветствую всех, кто против нас. Меня очень забавляет обещание Анонимусов. Вы выпускаете каждый день новые видео с угрозами в сторону наших людей. Где ваши действия? С каких это пор Анонимусы стали блогерами? Анонимус, пора снять с вас маски. Мы хакеры Killnet. Это наши последние видео. Die Aussagen von Killnet und Anonymous sind ziemlich heftig. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, dass die beiden Kriegsrhetorik verwenden. Aber was können Staaten, Unternehmen, andere Hacker und Privatpersonen gegen die Attacken und Drohungen tun?
Weltweit geben Staaten Unmengen an Geld für ihre Cybersicherheit aus. Allein Deutschland hat 2021 6,2 Milliarden Euro investiert. Und das betrifft nur den Staat. Unternehmen haben auch Unsummen ausgegeben. Wie kann man sich denn effektiv und wirkungsvoll schützen gegen Cyberangriffe? Als Unternehmen, als Staat, aber auch als Privatperson? Um das zu klären, beschließen wir, uns auch die Gegenseite eines Cyberkriegs anzuschauen. Die Verteidigung. Arne Schönbohm ist Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Seine Haltung ist ganz klar, es gibt Cyberangriffe in Deutschland. Trotzdem befinden wir uns noch nicht in einem Cyberkrieg. Wie hoch sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft, dass es zu einem Cyberkrieg kommen könnte? Die Gefahr für Cyberangriffe ist sehr hoch. Wir haben in Teilbereichen die Alarmstufe Rot. Und dazu kommt jetzt noch das Thema des Hacktivismus, aber auch das der Kollateralschäden einfach durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben das ganze Jahr über die letzten 3, 4, 5 Jahre immer mehr eine weitere Zunahme an Cyberangriffen gehabt. Die Hauptangriffe gingen natürlich gegen die Infrastrukturen, gingen gegen Krankenhäuser, gegen Unternehmen, große, kleine Unternehmen, gegen die Bundesverwaltung, Landesverwaltung etc. Aber es ging in der Regel darum, Geld zu erpressen, Geld damit zu verdienen. Das ist der Kernpunkt, warum man dort angreift. Was kann in Deutschland, aber Sie auch als BSI, gegen solche Cyberangriffe konkret tun? Also welche Schutzmechanismen haben Sie denn? Wir haben mehrere Schutzmechanismen. Auf der einen Seite haben wir im Bereich der kritischen Infrastrukturen erstmal bestimmte Stand der Techniken, die wir festgelegt haben, definiert haben. Und die überprüfen wir auch. Dann haben wir natürlich hier auch im Bereich der Bundesregierung, wo wir für den Schutz zuständig sind, haben wir bestimmte Verschlüsselungsprogramme auch bei uns laufen, so dass man also auch gegen Wirtschaftsspionage und andere Spionageaktivitäten relativ gut geschützt ist. Dann haben wir eine bestimmte Sensorik. Das heißt, wenn es irgendwie kommunikatives Fehlverhalten gibt, weil Datenpakete abfließen oder so, dann schlagen die Sensoren an und man sieht auf einmal, oh, da passiert etwas. Martin Schelleis, ein General der Bundeswehr, hat gesagt, dass wir uns aktuell aber in einem Cyberkrieg befinden. Im Grunde haben wir schon einen Krieg. Krieg im Informationsraum, Cyberangriffe. Realistische Szenarien sind punktuelle Angriffe auf die kritische Infrastruktur, etwa durch Spezialkräfte mit Drohnen oder Speedbooten, Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, unter anderem mit militärischen Mitteln. Dafür sind wir nicht gut aufgestellt. Was sagen Sie denn zu dieser Aussage? Ich glaube, dass wir hier relativ gut aufgestellt sind, aber es ist immer so, dass wir natürlich auch immer uns weiterentwickeln müssen. Darum haben wir gemacht das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 im Mai letzten Jahres. Darum ist gerade in der Verabschiedung auf der europäischen Ebene die NIS-2-Richtlinie. Und wenn Sie reinschauen, was im Koalitionsvertrag steht, dass das BSI auch als zentrale Stelle mit ausgebaut werden soll, dass das BSI als Cybersicherheitsbehörde eben auch andere Behörden noch stärker mit unterstützen soll, damit sie dort auch noch besser werden, das zeigt, glaube ich, dass wir eine ganz gute Position haben. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Habt ihr Angst vor einem Cyberkrieg in Deutschland? Wenn ja, was seht ihr als größte Gefahr? Oder falls ihr keine Angst habt, warum? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr noch zwei weitere spannende Dinge. Zum einen, mein Namensvetter Mirko vom Kanal Y-Kollektiv hat sich mal angeschaut, was Hacker überhaupt hacken können. Und direkt darunter findet ihr den Kanal von Cedric alias The Morpheus. Schaut da auch unbedingt mal rein. Sehr, sehr spannende Videos, die ihr da veröffentlicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.